Die Entwickler von The Sims 4 haben mal wieder verraten, was für Inhalte es bald im Spiel geben wird. Wir können uns nämlich über einen weiteren Sims Delivery Express und zwei neue Sims Updates freuen. Passend zum Weltfrauentag haben die Entwickler einen ausführlichen Blog-Eintrag veröffentlicht, in dem sie neue Inhalte für den Ersteller eines Sim-Modus angekündigt haben. Noch in diesem Monat wird es einen neuen Sims Delivery Express-Inhalt geben, mit dem wir uns über vier neue Tattoos im Spiel freuen können. Auch die Motive wurden schon gezeigt, so können wir uns über dieses bunte, blumige Muster für den Rücken der Sims, geometrische Formen in verschiedenen Farben, einen Schmetterling auf dem Dekolleté und ein sehr kreatives Rosenmotiv freuen. Wann genau die vier neuen Optionen diesen Monat ins Spiel kommen, ist derzeit noch unklar. Ich halte euch hierzu natürlich auch auf dem Laufenden. Falls ihr euch für die Künstler und das kleine Interview, was EA mit ihnen geführt hat, interessiert, findet ihr den Link in der Beschreibung. Weiter gibt es gute Neuigkeiten zu Meine Hochzeitsgeschichten-DLC. Hier haben die Entwickler zwar kein Statement zum Zustand des 11. Gameplay-Pack, dafür aber umfangreiche Fehlerkorrekturen angekündigt. Leider funktioniert das neueste Pack für The Sims 4 auch nach 2 Wochen nicht richtig und verursacht noch super viele Fehler, die nun mit einem neuen Update behoben werden sollen. So werden insgesamt 13 verschiedene Fehler, unter anderem Probleme mit dem Bitte-Hinsetzen, Gang-Hinuntergehen und Leidenschaftlich-Küssen-Interaktionen behoben. Aber auch Probleme mit der Torte und Hochzeitsschauplätzen gehören demnächst der Vergangenheit an. Scheinbar wird es in der nächsten Zeit direkt 2 neue Updates geben, so soll zuerst noch ein anderes und dann dieser Fehlerbehebungspatch veröffentlicht werden. Apropos, in der neuesten Folge Sim gehört sprechen Micha von simtimes.de und ich über unsere Lieblings-Gameplay-Packs und bringen diese in eine Reihenfolge. Alles zum Podcast findet ihr in der Beschreibung. Hier könnt ihr ebenfalls aktuell auch ein Pack nach Wahl bei meinem Partner Instant Gaming gewinnen und auch sonst ordentlich sparen. Vermutlich wird das nächste Update ebenfalls unser Spiel auf ein neues The Sims 4 Set vorbereiten, welches noch diesen Monat erscheint. Das können wir der am Anfang dieses Jahres veröffentlichten Twitter-Grafik entnehmen. Eine Ankündigung in der nächsten oder übernächsten Woche ist damit extrem wahrscheinlich. Das Thema steht zwar noch nicht fest, allerdings gab es schon innerhalb der Community spannende Ideen, an denen sich die Entwickler gerne orientieren können. So hat zum Beispiel der Simmer Luddy Simmer diese Set-Idee für ein neues kleines Pack geteilt, das sich nur neuen Frisuren widmen könnte. Ich persönlich finde die Idee genial, auch seine Grafik sieht dem EA-Stil wirklich sehr ähnlich. Lassen wir uns einfach mal überraschen, was EA als nächstes an kleinen Inhalten für uns bereithält. Auch wenn ich langsam ein wenig genug von den kleinen Sets habe. Freut ihr euch über die neuen Tattoo-Optionen oder wartet ihr eher auf das neue Set? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.